Eigentlich wollten wir keinen Relaunch machen. Also zunächst wollten wir eigentlich nur einen Rebrush machen. Das heißt eigentlich keinen echten Relaunch. Also das komplette Neubauen der Website. Das haben wir einmal vor 3 Jahren gemacht. In den letzten 3,5 Jahren ist relativ viel passiert. Monitorauflösungen haben sich einfach vergrößert. So, das erlaubt natürlich auch ein bisschen breitere Webseiten zu machen. Bei den meisten Usern klebt die Website, wenn man sehr große, sehr schöne Displays hat, mittlerweile links am Rand. Das haben wir geändert, die ist jetzt immer in der Mitte. Wir haben es deutlich breiter gemacht. Wir haben alle Elemente auf den Seiten etwas vergrößert, Bilder, alles was Medien angeht. Ja, die Bilder wirken unglaublich gut jetzt. Das Video auf unserer Seite ist jetzt ungefähr auf 800 Pixel Breite. Das ist die Breite, die vorher Focus Online hatte. Und es ist ein ganz anderes Videoerlebnis eigentlich jetzt vorher. Gar nicht vergleichbar als diese kleinen Videos, die wir vorher hatten. Die klassischen Online-Nachrichtenmedien hatten eigentlich immer die Tendenz, völlig überladen zu sein, sehr viel auf sehr wenig Platz unterbringen zu müssen, weil die Displays entsprechend klein waren. Das hat sich ja deutlich geändert und dadurch ist das sehr viel ruhiger, sehr viel klarer geworden. Wir haben eine neue Spalte eingeführt, die Inhalte so ein bisschen strukturiert. Man sieht es eher stark auch, dass wir jetzt ein großes Bild auf der Homepage haben, das sozusagen den Schwerpunkt setzt. Die anderen Themen sind ein wenig kleiner und haben immer vorne einen großen Weißraum, weil wir genau dort immer die Uhrzeit reinlaufen lassen. Man sieht also immer sehr schön, von wann ist eigentlich dieser Artikel. Das bietet dem User sehr schöne Einstiegspunkte, also optische Einstiegspunkte. Das hilft, glaube ich, vielen bei der Orientierung. Das merkt man auch schon in den Tests, dass die User das sehr mögen. Im Grunde ist jede Seite auf Focus Online komplett neu und sieht ganz anders aus. Sie sieht sehr viel ruhiger aus, sehr viel hochwertiger. Wir haben gerade bei den Artikeln zum Beispiel darauf geachtet, dass wir sehr viel stärker in so eine Magazin-Ästhetik gehen. Als Wesentliches hat sich geändert, dass die Elemente, die vorher den Lesefluss gestört haben, nicht mehr im Text sind. Interessanterweise, das Team, das den Relaunch konzipiert hat, hat parallel auch an der iPad-Variante von Focus Online gearbeitet. Und ich finde, das merkt man auch sehr stark. Die Ästhetik, die so neue digitale Medien haben, die ist auch sehr stark eingeflossen in die Website. Das sieht man zum Beispiel an so Kleinigkeiten wie, dass man Bildergalerien in einem Artikel einfach durchschauen kann, ohne diesen Artikel zu verlassen. Man kann erstmal 2, 3, 4, 5 Bilder durchflippen und dann den Text weiterlesen. Wir glauben, dass das einfach ein viel natürlicherer Umgang eigentlich mit dem Artikel ist. Mein Lieblingsfeature ist eigentlich der völlig aufgebohrte und neu gebaute Nachrichtenticker. Das ist ein Spezifikum von Focus Online, das unsere User wahnsinnig lieben. Oben auf der Website gibt es immer die 3 aktuellsten Meldungen, die die Redaktion in diesem Moment gerade geschrieben hat. Und wenn man da sich weiterklickt, kommt man auf ein ganzes Universum von Recherchetools. Alle Schlagzeilen des Tages auf einer übersichtlichen Seite. Ich würde schon sagen, das ist fast eine zweite Homepage. Ich kann das sogar sortieren nach der Menge der Abrufe, also wie beliebt sind eigentlich die Artikel, oder auch sortieren nach der Menge der Kommentare. Ich kann das Ganze sogar auch filtern und sage, ich möchte eigentlich nur Politikmeldungen sehen oder ich möchte Politik- und Panoramameldungen sehen und auch vielleicht nur Bildergalerien. Wir haben immer ein bisschen Angst, gerade bei so einer großen Veränderung, das ist jetzt wirklich eine sehr große Veränderung für uns, dass unsere Stammuser das hassen werden. Wir haben tatsächlich auch welche befragt. Im Vorfeld haben denen das gezeigt und die waren zum Großteil sehr begeistert. Das freut uns sehr. Wir haben auch Leute befragt, die jetzt nicht so oft Focus Online benutzen. Schaut euch das mal an. Ist das was, womit ihr was anfangen könnt? Also zum Beispiel Leute, die nur googeln oder überhaupt ganz wenige Online-Medien benutzen, die waren auch sehr begeistert. Insofern sind wir mal positiv gespannt, wie die Leute reagieren. Der Relaunch ist jetzt noch nicht vorbei. Er fängt jetzt eigentlich erst richtig an. Also jetzt fangen wir an, die Seite noch weiter zu entwickeln. Wir haben jetzt eine Plattform dem User gegeben, wo wir auf sein Feedback angewiesen sind. Also wie funktioniert eigentlich alles, was wir uns ausgedacht haben? Und meistens stellt man dann fest, dass man sich bei 2, 3 Sachen schrecklich vergaloppiert hat und versucht, da nochmal nachzuarbeiten. Das wird dann die Arbeit der nächsten 3 Monate sein. Das haben wir im Grunde auch schon eingeplant. Wir wissen nicht, wir haben keine Ahnung, was nicht funktioniert. Aber es wird so sein, es ist immer so. Ich glaube und hoffe, dass die User das